Guten Abend, liebe Schaffhauserinnen und Schaffhauser, liebe Sportfans. Ich heiße herzlich willkommen zur Sportsendung Seitenlinie. Noch ruht ein rundes Leder in der regionalen Fußballszene. Was aber nicht heisst, dass der Akteur der Spielvereinigung Schaffhausen auf der faulen Haut liegt. Im Gegenteil, der Trainer Abramo D'Aversa versucht mit unkonventionellen Trainingsmethoden und auch mit Testspielen seine Schützlinge bei Laune zu behalten. Ich begrüße ihn heute ganz herzlich in unserem Studio. Hallo, Abramo. Hallo, Matthias. Testspiel haben wir gehabt gegen Red Star am vergangenen Samstag. Ja. Wie ist es gelaufen? Wie bist du zufrieden? Ja, ich habe gemischt. Die erste Halbzeit sicher von den drei Spielen, die wir schon hatten, sicher die bessere Halbzeit. Was einfach nicht so gut war, ist, wir haben einfach Goal verpasst zu machen, weil wir hätten 3-4-0 führen in der Halbzeit. Das war leider nicht so gewesen. Wir waren wirklich nicht brutal vor dem Goal gewesen. Die zweite Halbzeit war es so gewesen, dass man den einen oder anderen Wechsel gemacht hat und dann einfach wirklich ein Spiel aus der Hand gegeben haben. Wir haben einfach nicht mehr, wir sind nicht mehr konzentriert gewesen, wir sind nicht mehr, wie soll ich sagen, wir sind einfach nicht mehr bereit gewesen, um die letzten 45 Minuten so anzugehen, wie es wirklich sein müsste. Und schlussendlich haben wir dann wirklich zwei blöde Goale bekommen und ja, da haben wir nicht mehr können richtig reagieren. Was ist, wenn du das Raster anschaust von dir persönlich als Trainer, was ist wirklich positiv gewesen, was kannst du mitnehmen und was musst du sagen, dort müssen wir noch den Hebel ansetzen? Ja, positiv. Klar, ich meine, wir dürfen nicht vergessen, wir haben eine sehr junge Mannschaft, wirklich sehr junge. Ich meine, der älteste ist der Patrick Dubach mit 26 und der Rest ist alles 20 durchab. Und da muss ich schon sagen, das ist eine sehr junge Mannschaft, man muss Geduld haben. Ich meine, in der Vorbereitung der Vorrunde ist es etwas anders ausgesehen. Und jetzt ist es halt so, catchen wir ein bisschen an den letzten drei Matchen der Vorrunde. Und es ist halt relativ schwierig, wenn das Erfolgserlebnis nicht da bleibt, nicht da ist, dass, halt, dass wir uns schwierig machen, aber ja, wir müssen arbeiten, aber ganz klar. Und ist klar, ich hoffe jetzt mit dem Samstag, wo wir dann statt auf dem Fußballplatz, statt dem Match gemacht haben, haben wir jetzt etwas anderes gemacht. Und ich muss sagen, es hat Spass gemacht. Die Vorrunde hast du gerade selber angesprochen, die ist ja eigentlich relativ gut gelaufen. Zweiter Platz. Könnt ihr den heben, den zweiten Platz, was meinst du? Ja. Ich hoffe es mir und ich wünsche es mir ganz, ganz, ganz fest, auch für die Mannschaft, weil ich muss sagen, wir haben die ersten 10, gut, wir haben die ersten 10 Spiele, die gut gewesen sind und die letzten 3 Spiele sind halt nicht so gut gewesen, leider, weil ich muss sagen, wir sind hinten drin gut gestanden, wir haben eine solide Abwehr gehabt und die letzten 3 Matches haben wir es einfach verpasst, unsere Stärke, die wirklich in 10 Matches 7 Goal überkommst und dann die letzten 3 Spiele kommst du nochmal einfach 12 Rahmen über und das ist einfach, ja, ich denke, wenn du vorne willst, ganz bis ganz oben willst, dabei sein, dann dürfen einfach so Sachen dürfen einfach nicht passieren und das ist bei uns leider passiert und ja, jetzt müssen wir mal die Füße schauen und daran arbeiten, dass wir es besser machen. Also wir müssen den Dreh wieder finden da in der neuen Rückrunde. Chur 97 ist vor euch. Ist das auch noch möglich, um dort vielleicht noch eins weiterzugehen? Sie haben doch 5 Punkte Vorsprung. Ja, ich denke, 5 Punkte ist ja nicht so viel. Aber man darf nicht vergessen, ich meine, Chur hat sicher ein paar Spieler können holen. Sie sind finanziell eine Mannschaft, die mit Geld schafft. Und bei Spielen ist das nicht der Fall. Es ist relativ, sage ich jetzt, ein auswärtiger Spieler zu holen, ist schwierig, weil ich meine, wir operieren ja ohne Geld bei uns, was ich grundsätzlich super finde. Ich meine, man behaltet die Linie, die man seit Jahren hat. Und auf der anderen Seite muss man sagen, Chur hat überdurchschnittliche Fußballer drin, hat erfahrene Spieler darunter, die leider wir nicht haben. Und das ist sicher ein Punkt am Schluss auch, dass sie auch Erster sind und nicht Zweiter. Aber ist klar, wir werden uns mit Händen und Füßen wehren und wir werden vorne mitmischen. Auch wenn es im Moment nicht so ausgeht von den Resultaten der Vorbereitung. Aber wir haben noch 3 Wochen Zeit und ich hoffe, dass sich die Mannschaft noch mal einen Ruck geben kann. Und da werde ich sicher alles dazu beitragen, dass wir dann am 9. März dann gegen die Örliche Polizei bewahrt werden sind. Sprichst du es an, Örliche Polizei ist der erste Gegner. Aber jetzt für die ganze Rückrunde, was ist denn so dein persönliches Ziel? Was musst du sagen, was gibst du der Mannschaft raus? Was willst du mit auf den Weg geben? Ganz klar, sie müssen diszipliniert arbeiten. Jeder muss sich selber
an der Nase nehmen und sich selber sagen, was will ich überhaupt, wo wollen wir mit als Mannschaft, weil ein oder allein geht niemand zu, ich nicht, die Mannschaft nicht, also jeden einzelnen Spieler nicht. Es ist wichtig, dass die Jungs wissen müssen, was sie wollen. Und dann müssen wir gemeinsam miteinander den Weg, das Ziel, das wir haben, dass wir miteinander auch, und es ist ganz klar, wir wollen so lange wie möglich da oben mitmischen. Ob es dann uns am Schluss langt, das weiss ich nicht. Ich wünsche es mir ganz fest, weil es vereinfacht es auch, das Ganze unter der Woche auch zu trainieren und so. Das ist Motivation, und die heutige Jugend tickt halt ein bisschen anders als wir vor 20, 25 Jahren. Und da muss man halt, ja, da muss man halt anders arbeiten mit den Jungen, die man hat. Oder? Sprichst du es gerade an, anders arbeiten? Ich habe gelesen, ihr habt kein Trainingslager gemacht. Dafür hast du ein paar andere Sachen aus dem Köcher gezückt. Ja, ich habe mir überlegt, was wir machen sollen. Weil ich denke, das Trainingslager ist für mich sehr, sehr wichtig. Aber es war leider bei uns nicht möglich gewesen, weil wir viele Junge haben, die in die Schule gehen, versetzt in die Schule. Die einen gehen zu Zürich und die anderen zu Winterthur in die Schule und schon Schaffhausen. Es sind auch die Ferien abverschieden. Und dann müssen wir sagen, ja, statt mal ein Match zu machen, 90 Minuten, was sicher gut wäre, ich denke, wir machen total etwas anderes. Wir haben eine Halle reserviert. Dann haben wir dort mal sicher von 8:30 bis 12:30 haben wir Badminton gespielt. Wir haben ein Badminton-Turnier gemacht. Einfach, das ist mir wirklich gegangen, um den ganzen Tag beisammen zu sein. Nicht, dass man nach zwei Stunden miteinander, jeder rennt noch immer zu anderen, der andere links, der andere rechts. Und für mich war das gewesen, mal zusammen sein, ein bisschen mal hinsitzen, mal wieder mal ein Wasser nehmen, mal wieder mal ein Häppchen nehmen. Und das, da muss ich sagen, da habe ich mir wirklich überlegt, muss ich sagen, und das ist auch sehr gut angekommen. Dann habe ich noch ein Catering bestellt auf die Eis. Dann ist ein Grillmeister gekommen, dann haben wir verschiedene Fleisch. Dann hat jeder können sagen, was er will. Wirklich zusammensitzen. Man hat wirklich die Zeit, die man sonst nicht hat. Eben, das wäre genau eben das Trainingslager gewesen. Man kann ja nicht einen Tag in einer Woche. Aber es war für mich ein Anfang gewesen. Und dann auf die 2:30 habe ich noch einen Mentaltrainer abgestellt, wo mit uns noch ein bisschen mental, wo wir auch nicht unbedingt unsere Stärken haben, eben mal uns ein bisschen unterstützt und uns ein bisschen Sachen zeigt, wo, ja, was alles möglich ist. Und dann haben wir verschiedene Sachen gemacht. Scherben laufen, über die Scherben gelaufen, Holzbretten wirklich mit der Hand runter. Kaputt machen und dann am Schluss noch ein heißes Highlight von diesem Tag war dann das Feuerlaufen gewesen. Wir haben miteinander das Holz aufgestellt, brennen noch 2,5-3 Stunden und dann sind wir am Schluss miteinander über das Feuerlaufen durchgelaufen. Und da muss ich sagen, es ist wirklich super angekommen. Das war der Tag gewesen, wo ich mir erhofft habe, dass die meisten da sind oder fast alle da sind. Und es ist wirklich auch gelungen, der Tag, weil wirklich jeden Einzelnen hat einen Plausch gehabt. Und da war auch das Ziel, dass wirklich jeder den Plausch gehabt hat. Weil eben sagen, es ist ja wirklich, wo man einen ganzen Tag muss hergeben muss. Aber ich glaube, es hat sich gelohnt. Und ich hoffe, dass wir da so ein bisschen mitnehmen können. Man kennt vielleicht den einen oder anderen Bier ein bisschen besser. Ich meine, man kann nicht sagen, ich kenne nicht super. Es ist nicht gleich, wie wenn du eine Woche weg bist. Aber immerhin ein bisschen von dem Ganzen. Also ein richtiger Team-Event. Du bist voller Euphorie. Ich denke, das hat sich wahrscheinlich auch auf deine Spieler übertragen. Da hoffe ich doch. Die Spielfee ist für dich ja eigentlich ein Neuland. Wie kommst du auf die Spielfee überhaupt? Ja, die Spielfee, ich meine, ist für mich wirklich ein Neuland. Ich kenne es einfach vom... Ich bin 6 Jahre beim FC Töst als Trainer. Und ich habe es ein bisschen... Ja, ist klar, wenn du gegeneinander spielst und so. Und wenn man sieht, die letzten paar Jahre, die Spielfee hat ja immer... Gute Vergangenheit. Ich meine, Nationalliga B, Erstliga. Und es ist immer gewusst, es ist ein gut geführter Verein. Es ist wirklich etwas dahinter, oder? Und durch das Spiel bin ich über den Cesari gekommen, Paolo Cesari. Ich meine, ihn kenne ich auch von Winterthur. Er ist ja von Winterthur, zu Winterthur ein Goalie-Trainer. Und eben, seitdem her, wir haben immer Kontakt gehabt. Und das ist mal reingekommen und mir gesagt, du könntest das nicht einmal vorstellen. Und so. Da habe ich mir mal Gedanken gemacht, ist klar. Und ich dachte, du, wieso nicht? Ist ein gut geführter Verein. Ich wollte mal etwas anderes sehen. Ich meine, bei Tös bin ich genug lang gewesen. Und das hat mich, ich bin mit dem Presi angehockt und mit dem Ecki. Und da muss ich sagen, es hat mich wirklich überzeugt. Da muss ich sagen, mal, das mache ich gerne. Weil ja, am Engagement fehlt sicher nicht. Und ich bin
wie soll ich sagen, ich bin motiviert. Und darum habe ich müssen sagen, ja, noch schnell mit meiner Frau abgesprochen, weil das ist mir auch wichtig. Ich habe drei kleine Buben daheim. Und da wo sie mir dann gesagt haben, mach doch das, das war für mich klar gewesen, dass ich dann das, weil ich kann, wenn ich etwas mache, mache ich es zu 100%. Und sonst sage ich einfach, nein, es geht nicht. Ich kann nicht. Spielfeld hat also einen neuen, jungen, motivierten Trainer. Weißt du deine Philosophie? Was willst du da in den Club einbringen? Also, was hast du das Gefühl, was bringst du im Club? Und was kannst du vom Club profitieren? Was ich sicher mitbringe, ist, dass ich 100% motiviert bin, dass ich aus Emotionen lebe. Ich bin halt nicht ein Trainer, der 90 Minuten auf der Bank sitzt und dort dann einfach dort sitzt und einfach das Spiel anschaut. Es ist halt so, ich bin halt als Spieler auch immer, habe immer Positionen gespielt, wo halt immer hast müssen dirigieren machen. Und das ist das, was ich auch ein bisschen noch habe. Vielleicht manchmal zu viel, oder manchmal sage ich vielleicht zwei, drei Mal zu viel und sage, hey, schau hin. Aber das ist halt so, wie man halt auch so Positionen gespielt hat. Und, ja. Und von der Spielfamilie, was hast du das Gefühl, was kannst du da so ein bisschen profitieren, du selber als Trainer? Ja, es ist klar, ich meine, ich habe verschiedene Menschen dürfen kennenlernen oben, wo muss ich sagen, wo mir von Anfang an mir das Gefühl übergebracht haben, mal, sie haben den Plan schon mir vom menschlichen her, vom Typ her. Ich spüre eine Rückendeckung von Vereinsseite her. Das ist für mich schon enorm wichtig, weil ich sage, man spürt erst dann, wenn es mal nicht läuft, oder? Und in der Vorrunde haben wir einen guten Lauf gehabt. Jetzt in der Rückrunde jetzt in der Vorbereitung merkst du halt einfach, ja, es läuft noch nicht richtig so redlich, wie es muss. Aber ist klar, wir haben gute Gespräche mit unserem Vorstand und ja, wir arbeiten daran. Wir müssen miteinander arbeiten. Und das ist für mich wichtig, dass ich hinter meinem Rücken wirklich die Decke spüre, dass ich wirklich kann arbeiten kann. Man darf nicht vergessen, wir haben eine sehr, sehr junge Mannschaft da. Und ich denke, in zwei, drei Jahren werden wir so weit da eine gute Truppe zusammen haben. Brauchst du eine Prognose für den 9. März oder für die ganze Rückrunde, respektive für das Spiel in weiterer Zukunft? Es ist klar, ich meine, man darf nicht vergessen, als ich zu Spielfi gewechselt habe, habe ich 5 neue Spieler mitgenommen. Es sind dort auswärtige Spieler. Weil es ist halt relativ schwierig, regionale Spieler zu holen, die ein gewisses Potenzial haben. Und ich denke, wir haben ein paar Talente hier bei uns, aber die brauchen noch ein bisschen Zeit. Und ich denke, wenn man ein bisschen vorne mitmischen will, kommt man im Moment, sage ich jetzt im Moment, wohlverstanden, kommt man nicht vorbei, irgendwie den einen oder anderen auswärtigen Spieler an Spiel zu holen. Und eben, man darf nicht vergessen, es ist nicht einfach, weil man arbeitet ohne Geld. Und das ist einfach wirklich, das muss man wirklich zu oberst oben, weil es ist wirklich nicht einfach, einen überdurchschnittlichen Fußballer zum Spiel zu holen, wo zu sagen, du, schau, die Organisation ist ein Familienbetrieb, es ist, Sämut ist gut, das ist gut, aber der Fußballer, ja, der tickt manchmal ein bisschen anders und sagt, ja, weißt du, ein bisschen Spesen und so. Und das ist halt, ich sage, manchmal ist es wirklich schwer. Aber ich denke, im Moment haben wir es nicht schlecht angebracht. Ich denke, die 5, die hier kommen von Winterthur, die sind motiviert, denen gefällt es bei uns hier. Und es macht Spass. Und jetzt haben wir auf der Rückrunde auch noch können, den einen oder anderen holen. Und ich sage, es funktioniert, aber man muss einfach dabei ein bisschen, Connections haben, dass man eben mit dem einen oder anderen, den man kennt, sagt, komm, hey, wir müssen nicht mal jucken da, mal Wäsche zu. Und das ist uns, also respektive mir, gut gelungen, dass ich jetzt den einen oder anderen Auswertung ja holen konnte. Aber das Ziel ist klar für Spiel, wie wir wollen so viel wie möglich regionale Schaffhausen, also regionale Spieler in diesem Team einbauen, nicht, dass man am Schluss irgendwie mit 11 auswärtigen Spielern auf dem Platz steht. Das ist sicher nicht das Ziel. Ramon, danke vielmals, dass du bei uns warst, dass du uns da so viel von der Spielfi von dir als Trainer hast können erzählen. Ich wünsche euch ganz viel Erfolg in der Rückrunde, dass da weiterhin so eine gute Rangierung drin liegt. Und danke für deinen Besuch heute Abend. Danke auch vielmals, dass ihr da sein dürft. Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, danke ich, dass Sie zugeschaltet haben. Sie haben mich sehr freuen, wenn Sie in einer Woche wieder dabei wären, wenn es wieder heisst Seitenlinie. Einen schönen Abend miteinander.